Ganz herzlich begrüße ich euch zu unserem Abendgebet aus Maria Laach. Schon einige Zeit und auch zurzeit ganz aktuell steht immer wieder die Frage nach der Kirchensteuer im Raum. Sollten wir diese Steuer nicht viel mehr abschaffen? Natürlich ist dann die Frage, wie es mit den vielen kirchlichen Einrichtungen weitergeht, die natürlich auch aus der Kirchensteuer finanziert werden. Vielleicht täte es aber der Kirche auch gut, etwas ärmer zu werden, finanziell, sich aber auch der geistlichen Armut bewusst zu werden, die in der Kirche zurzeit vorherrscht. Warum sonst hätten wir diese ganzen Skandale, die die Kirche erschüttern, auch im Glauben? Jesus sagt: Selig, die arm sind vor Gott, denn ihnen gehört das Himmelreich. Vielleicht sollten wir als Kirche etwas demütiger werden und uns unserer Armut bewusst werden. Unser kleines Leben, erfüllt vom Evangelium, kann etwas in dieser Kirche bewegen und vorwärts bringen. Das ist ganz klein, das ist vielleicht auch armselig oder zumindest kann es so scheinen. Doch der Weg ist der richtige, denn Jesus selbst schlägt es uns vor. Seid, werdet ärmer und dann könnt ihr den Reichtum meiner Liebe erfahren. Lasst uns diesen Tag mit einem Gebet beschließen. Jesus, du rätst uns, arm zu werden, leer zu werden, damit unsere Herzen erfüllt sein können von deiner Botschaft, die so oft untergeht im Einerlei des Alltags, auch im Alltag der Kirche. Führe uns durch diese Nacht und hilf uns, unserer Armut bewusst zu werden und des Reichtums, den nur dein Evangelium schenkt. Ich wünsche euch einen schönen Abend und eine gute Nacht.